Moin moin liebe Kunis und herzlich willkommen zu einem niegelnagelneuen Video hier auf unserem Radio Raccoon YouTube Kanal. Ich weiß, die letzte Retrospektive ist schon Äonen her, aber es hat zeitlich leider nicht hingehauen. Die Retrospektiven sind immer ein richtiges Mammutprojekt und ich hoffe, ihr seid mir diesbezüglich nicht böse. Ich würde mich freuen, wenn ich mehr Videos für euch in einer schnelleren Taktung liefern könnte. Aber manchmal klappt es halt leider nicht und Radio Raccoon ist nun mal ein Hobbyprojekt, auch wenn wir sehr ambitioniert daran arbeiten und viel Herzblut in die Sache stecken. Aber genug davon, wir sind heute hier, um über Games zu labern und oh Junge, wir wussten alle, dass dieser Tag irgendwann kommen würde. Nachdem wir uns ausgiebig mit den ersten vier Teilen der Resi-Saga beschäftigt haben, nähern wir uns nun einem eher düsteren Kapitel der Reihe. Man könnte fast sagen, dass es der Teil ist, der den Anfang vom Ende oder beziehungsweise dem vorläufigen Ende der Resi-Reihe einläutete. Die Rede ist natürlich von Call of Evil, Resident Warfare oder einfach nur Resident Evil 5. Das erste Mal habe ich das Game mit einem guten Kumpel zusammengezockt. Zum damaligen Zeitpunkt waren mir die alten Resi-Teile natürlich schon bekannt, aber da ich noch kein Hardcore-Fan war, hat es mich kaum gestört, dass sich Teil 5 so weit weg von seinen einstigen Glanzzeiten bewegte. Ganz im Gegenteil, besonders der Anfang im Dorf machte im Koop-Modus echt Laune. Das gemeinsame Taktieren, Ressourcen austauschen, Plan ballern und die brillante Grafik machten einfach richtig Bock. Aber worum geht's in Resi 5 eigentlich? Chris Redfield reist im Auftrag der BSAA nach Kijuju in Afrika, um einen Waffenhändler namens Irving dingfest zu machen. Seine Kontaktperson vor Ort ist Sheva Aloma, welche Chris auf seinem gesamten Abenteuer begleitet. Im Gegensatz zu anderen Eintagsfliegen-Sidekicks wie Billy Cohn aus RE0 oder Steve aus Code Veronica ist mir Sheva wirklich ans Herz gewachsen und es ist echt schade, dass wir sie bis dato in nur einem einzigen Resi-Game zu Gesicht bekommen. Resident Evil 5 markiert außerdem das letzte Kapitel unseres Lieblingsantagonisten Albert Wesker, zumindest wenn man die vergeigte Netflix-Serie außen vor lässt. Dieser versucht mit Hilfe des Ouroboros-Virus die Welt zu unterjochen. Klassischer Bösewicht-Shit eben. Außerdem erleben wir endlich das Wiedersehen zwischen Chris Redfield und Jill Valentine, auch wenn dies chronologisch betrachtet nicht das erste Aufeinandertreffen seit dem Spencer-Menschen-Vorfall ist. Für uns als Spieler war es zum damaligen Zeitpunkt aber die erste Reunion seit 1996. Oh Gott, wären wir bei Gaming-Sünden, würde ich allein für dieses Outfit 10 Punkte abziehen. Long story short, Chris denkt, seine Partnerin Jill sei bei dem Einsatz im Kampf gegen Wesker ums Leben gekommen. Er bekommt eine neue Partnerin namens Sheva, sie verfolgen Irvings Spur zu Wesker und Monica Bellucci. Jill lebt, ist aufgrund der Booby-Machine aber böse. Chris und Sheva retten sie, Vulkan-Boss-Fight mit Wesker, Helikopter, Raketenwerfer, Peng. Ende. Auch wenn die Geschichte hier und da hanebüchen wirkt, erzählt sie die Geschichte früherer Ereignisse weiter und setzt die Resi-Lore nachvollziehbar fort. Was das Gameplay angeht, wurde die Resi 4 Formel einfach weiterentwickelt. Wir betrachten die Geschehnisse in der Over-the-Shoulder-Perspektive, müssen zum Schießen stehen bleiben und boxen Gegner in kontextsensitiven QTEs ins Nirvana. Neu hingegen ist der bereits erwähnte Koop-Modus, der den Horrorfaktor reduziert, den Spielspaß aber deutlich ankurbelt. Was ebenfalls den Horrorfaktor senkt, ist der Umstand, dass ein großer Teil des Spiels am Tag stattfindet, ähnlich wie der Beginn von Resident Evil 4. Und apropos Resident Evil 4, einen charismatischen Händler, der in die Spielwelt implementiert wurde, gibt es hier leider nicht. Die Händlerfunktionen finden zwischen den Spielabschnitten statt, wodurch wir den Händler nie zu Gesicht bekommen. Schade. Doch Waffen können nicht nur gekauft, sondern auch in der Spielwelt gefunden werden. Und glaubt mir, wir brauchen eine Menge Waffen. Wenn wir die Knifte nicht im Anschlag mit uns herumführen, feuern wir von festmontierten Geschütztürmen aus allen Rohren. Wie schon die Ganados sind auch die Maginis in der Lage, mit Schlag- und Schusswaffen umzugehen. Strukturell betrachtet hangeln wir uns von einer Schießbude zur nächsten. Wurde die Meute platt gemacht, können wir passieren und dringen in den nächsten, meist sehr kompakt gehaltenen Abschnitt vor. Dabei sind die Settings erstaunlich abwechslungsreich. Dörfer, Marshlands, Minen, Labore, Ruinen und. Mein liebstes Setting ist das Dorf am Anfang. Es gibt aber auch Abschnitte, wie beispielsweise die eben erwähnten Marshlands, die mir so gar nicht zugesagt haben. Die Resi 5 Gold Edition kommt mit einer guten Stange DLCs daher. Wer meine Retrospektiven verfolgt, der weiß, dass ich nie ein großer Fan der Mercenaries-Modi war. Allerdings hat mich der gute Chris, also nicht der hier, sondern der,
ein wenig auf den Geschmack gebracht und ich muss echt sagen, dass der Mode richtig reinschallert. Es macht einfach nur Bock, sich zu zweit durch die Horden zu ballern und stets den Zeitdruck im Nacken zu haben. Außerdem gibt es noch den Versus-Modus, den ich bisher noch nicht gespielt habe, sowie zwei Story-DLCs namens Lost in Nightmares, was eine ganz nice Anlehnung an die alten Resi-Games ist, und Desperate Escape. Ein AAA-Horror-Game zu entwickeln, ist immer irgendwie ein Drahtseilakt. Einerseits möchte man die Fans schocken, andererseits darf das Spiel nicht so gruselig sein, dass eine potenzielle Käuferschaft verschreckt wird. Ein Paradebeispiel sind da Resident Evil 7 und Resident Evil Village. Mal ganz davon abgesehen, dass Village teilweise wie eine moderne Kopie von Resident Evil 4 rüberkommt und vielleicht auch deswegen den Fokus wieder mehr auf Action setzt, war es im Gegensatz zu seinem Vorgänger kaum gruselig. Also wie gesagt, kaum. Überlegt euch mal, was man aus dem Village-Setting hätte alles machen können. Stattdessen nahm man sich das Feedback von Teil 7 zu Herzen und drehte den Horrorregler auf ein Minimum. Ich denke, diesem Prinzip ist es auch geschuldet, dass Resident Evil 5 kaum Horrorelemente hat. Außerdem herrschte 2009 ein völlig anderer Zeitgeist. Der erste Trailer löste einen regelrechten Shitstorm aus. Schuld daran war die Tatsache, dass sich Chris, ein großer, weißer, muskelbepackter Supersoldat, durch eine Horde von zombieartigen Schwarzen ballert, und ich kann's ehrlich gesagt irgendwie verstehen. Als ich den Trailer das erste Mal sah, fand ich's auch irgendwie merkwürdig. Allerdings spielt das Spiel nun mal in Afrika. Ich habe mir in Vorbereitung auf die Retrospektive den ersten Trailer nochmal reingezogen, um zu sehen, ob Chris wirklich ausschließlich gegen schwarze Magini kämpft, und nein, dem ist nicht so. Es gibt vereinzelt auch Charaktermodelle, die arabisch und asiatisch aussehen, allerdings ist das Verhältnis ein ganz anderes wie im fertigen Spiel. Außerdem haben wir Sheva an unserer Seite, welche im ersten Trailer keinerlei Erwähnung findet, welche selbst aus Afrika kommt. Es gibt das Gerücht, dass diese relativ spät in der Entwicklung ins Spiel implementiert wurde, um den Shitstorm ein wenig entgegenzuwirken, und dass ursprünglich geplant war, dass Chris' Partner Jill Valentine ist. Allerdings sehen wir im ersten Trailer nach den Credits, wie Jill in einer Art Bacta-Tank ihre Augen öffnet, was darauf hindeutet, dass die Slave-Jill-Storyline schon zu Beginn der Entwicklung mit eingeplant war. Wie schon sein Vorgänger wurde Resident Evil 5 für so ziemlich jedes System portiert, das seit 2009 erschien. Aktuell zocke ich die Switch-Version, welche auf Nintendos Handheld eine echt gute Figur macht. Als kleinen RE5-Ableger könnte man das Nintendo 3DS-Spiel The Mercenaries 3D betrachten. Es ist irgendwie geil, sich durch etwas reduziertere Versionen der Resi 5 Level auf einem DS zu bewegen. Ich hätte es halt mega gefeiert, wenn es eine komplette Portierung für den 3DS gegeben hätte, und so wie es aussieht, hätte der 3DS das Game sogar in einer abgespeckten Version gepackt. Ich war mir insgesamt nicht sicher, ob meine Erinnerungen mich trügen, weswegen ich das Spiel einfach nochmal angezockt habe, und was soll ich sagen, verdammt, ich hatte echt viel Spaß mit dem Spiel. Natürlich ist Teil 5 so weit vom Rest der Reihe entfernt wie die Erde vom Mars, aber ey, wenn ihr einfach eine gute Zeit und einen coolen Shooter mit ein paar Schocker-Elementen wollt, schnappt euch euren Game Buddy des Vertrauens und ballert euch durch ein paar Magini-Horden. Oh, ey, Chris, ohne Scheiß. Was denn? Oh, das wird unser neues Streaming-Game. Ich spür's. Ich spür's in meinen Eiern. Resident Evil 5 ist bestimmt nicht das beste Resident Evil, aber es ist auf keinen Fall ein durchweg schlechtes Game. Auch wenn Resi 4 der wohl deutlich beliebtere Teil der zweiten Resi-Trilogie ist, gefällt mir persönlich Teil 5 etwas besser. Die erste Trilogie erzählt eine kohärente Geschichte vom Ausbruch des Bioterrorismus in einem kleinen, intimen Setting. Ab Teil 4 wandert die gesamte Geschichte einmal um den Globus. Es gibt nicht bloß Viren, gezüchtet von Umbrella, welche Zombies und andere Kreaturen auf ein amerikanisches Kleinstädtchen loslassen. Der Bioterrorismus umspannt die gesamte Welt. Es gibt mittlerweile andere Organisationen, die an BOWs arbeiten, Schwarzmärkte, auf denen diese Waffen gehandelt werden, und es gibt natürlich auch Sondereinsatzkommandos, die diese Art von Terrorismus bekämpfen, wie beispielsweise die BSAA. Mir persönlich gefällt der Stil von Resident Evil 1 bis 3 besser, aber die Entwicklung der Reihe ist storytechnisch zumindest nachvollziehbar. Warum mir Teil 5 besser gefällt als Teil 4, ist eigentlich ganz leicht zu erklären. Resident Evil 5 wirkt mehr wie eine glaubwürdige Weiterentwicklung der Geschichte. Teil 4 nahm sich selbst überhaupt nicht ernst und wirkte fast losgelöst von seinen Vorgängern.
Cheesige Dialoge, Charaktere und Szenen verdeutlichen immer wieder, was für ein Quatsch das Ganze ist. Resident Evil 5 nimmt sich zumindest um einiges ernster und knüpft an einigen Punkten der Vergangenheit an. Auf welche Retrospektive habt ihr als nächstes Bock? Resident Evil 6 oder Silent Hill Origins? Schreibt's mir gerne in die Kommentare und wenn ihr unseren Kanal unterstützen wollt, lasst doch gerne ein Like und ein Abo da und hört auf jeden Fall in unserem Podcast rein oder seid dabei, wenn wir mal live auf Twitch sind. Das war's von mir, bis zum nächsten Mal und gabt euch wohl. Cheerio!